Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item Shop. Wir gehen in einem Shop vom 17.08.2019. Wir haben heute einen neuen Skin im Shop und eine neue Lackierung. Fangen aber an wieder mit Team Burger, haben wir gestern schon bewertet. Wir geben unsere Noten dazu ab. Heißt, hier bei dem Team Burger ist es inzwischen eine Benotung von 4,225 bei 9 Votes, erst beim 16.08.2019 im Shop gewesen und 0 Reminders. Und dann kommen wir zu dem Tomato, Team Tomate. Die haben auch gestern bewertet und die hat einen Bruto von 4,33 von 5 bei 3 Worts und 0 Miners. So, dann Signature Shuffle. Ziemlich cooler Signature Shuffle, kriegt von mir 10 von 10. Von mir kriegt das Signature Shuffle auch 10 von 10. 3,89 von 5 bei 28 Worts und ist beim 13. Juni 2019 im Shop gewesen, ist eben 4x und 30 Miners. Für 800 V-Bucks genau. Das Teil. Dann kommen wir zu Doppeltes Spiel. Mega cooler Skin, finde ich ziemlich geil. Ist auch sehr häufig auf der Map zu sehen. Für 1200 V-Bucks kriegt von mir inzwischen 9 von 10. Von mir 8. 4,1655 bei 37 Votes West am 4. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x und 43 Romanas. Dann kommen wir zur Verge. Verge, ganz klar. Ich jetzt nicht ganz können, so krass. Ich, jeder. Von mir 7 von 10 für 800 7 von 10 V-Bucks. Von mir auch. 4,255 bei 64 Votes West am 16. Januar 2019 im Shop gewesen, seitdem 8x und 49 Romanas. Dann kommen wir zu. Magengranate. Na gut, da können wir ja einfach mal für die Benotung also Gameplays einblenden. Haben wir dazu oben in der rechten Ecke verlinkt. Genau, wir haben die Gameplays verlinkt. Und der hat eine Benotung von 2,8455 bei 19 Worts zum Beispiel gestern im Shop gewesen und 3 Reminders. Und die Treibhaus-Tomate, die hat eine Benotung von 2,7655 bei 17 Worts und 3 Reminders. Der Stachelklatscher hat eine Benotung von 1,7555 bei 8 Worts und 2 Reminders. Und Rusty Roller hat eine Benotung von 2,55 bei 1 Reminder. So, dann, ja. Was von dem Set? Dann kommen wir zu dem Set hier, also zu Sandsturm. Ja, sieht so ein bisschen aus nach Aladdin oder sowas. Ich finde es gut. Also, oh, sind das jetzt 3 Styles? Ich bin jetzt unsicher. Ich glaube, ganz rechte ist, glaube ich, 9. Weiß ich nicht. Fangen wir erstmal mit dem hier. So, wie viel gibst du dem eigentlich? Zoom mal bitte an den nochmal ran und klick dich mal durch, also dreh den mal und klick dich mal durch. Und ich glaube, der ganz rechte war noch nicht da gewesen. Da musste ich mal schauen, aber ich glaube, den gab es noch nicht. Okay, also wie viel gibt es denn? Auf jeden Fall kriegt das Teil von mir 8 von 10. Von mir auch. 4,0755 bei 29 Worts was beim 14. Juni 2019 im Shop gewesen, sein 3x und 73 Runners. Dann, Scimitar. Den Scimitar und, Oh. Ja, sieht auch mega cool aus, das Teil. Und kriegt von mir auch 8 von 10. Auch 8 von 10? Ja. Von mir auch. 3,9655 bei 24 Worts beim 14. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x und 38 Runners. Dann Emblem. Auch eine mega geile Lackierung. Für 500 V-Bucks auch 8 von 10. Von mir auch. 4,2355 bei 13 Votes zum ersten Mal am 14. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x und 7x. Ja. Ah ja, Chrono. Oh, Chrono. Die sieht geil aus. Einer der geilsten Flugspuren. 10 von 10. Absoluter Wahnsinn. 10 von 10, von mir kriegt ihr auch 10 von 10. 4,2555 bei 16 Votes zum ersten Mal am 14. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x und 0 Reminders. Dann kommen wir zu den neuen Atemstoffen erstmal zum Zeitmechanismus. Der ist geil. Das ist absolut geil. Für 500 V-Bucks. 9 von 10. 9 oh, nee. Von 10. Ja. Was ist denn? So, geh mal bitte ganz was kurz. Was ist denn damit passiert? Geh mal bitte ganz kurz zurück. Wie viele V-Bucks habe ich? 600. Ja. Das ist mein Account. Ja. Geh mal bitte zurück. Ich möchte gerne den Chrono. Möchte den Chrono kaufen? Ich fand den schon immer geil. Also, ich könnte den schreiben. Kondensstreifen, okay, also willst Hammer, du haben? Will ich also haben. Geschenk kaufen? Nein. Den will ich haben. Okay. Mega geil. Diese okay. Flugspur, mega geil. Okay, dann, Zeitmechanismus kriegt von mir halt 9 von 10.
So. Ja, drei Reminders hat er einfach nur. Also keine Ahnung. Okay. Dann kommt so, der. Kommen wir zum Spee-Ranger. Spee-Ranger. Für 800 V-Bucks. Expertin im Auskundschaften, ja. Teil des Hightech-Kämpfersets. Zoom mal bitte an die ran. Ja. Weißt du, an was die mich erinnert, wenn die nicht gerade. Elite-Agentin. Nein. An? An den alten. Das war der PS4-Skin, ne? Den ich da hatte. Das kann sein. Geh mal bitte ganz kurz in den Spind rein bei mir. Genau der. An den Havoc. Erinnert mich ein bisschen an den Havoc. Finde den cool. Und den aber in weiß. Das war bei Amazon Prime. Ja, also war das Amazon Prime? Ja, das war Amazon Prime. Ja, das war Amazon Prime. Okay, stimmt. Und Spee-Rangerin erinnert mich so ein bisschen daran. Okay, wie viel gibst du da? Gibt von mir 6 von 10. Gibt von dir 10 von 6 von 10. Gibt von mir 6 von 10 Punkte für geil. Den. So, von mir kriegt die 7 von 10. 4 von 5 bei 4 Votes und 14 Reminders. Wenn es euch gefallen hat. Moment, müssen wir mal den Shop bewerten. Wir haben auch noch ein kleines Gameplay von dem. Ist jetzt nichts Großartiges, weil haben wir sonst nicht gefunden. Kurzes Gameplay, aber immerhin sieht man mal, wie es dann auf der Map aussieht. Ne? Ein Kill haben wir dann sogar. Haha. Jo, und jetzt bewerten wir mal den Shop, oder? Ja, ich gebe dem Shop, der Shop ist eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also ich gebe dem It's Meh. Was? Ja, ich finde. Du würdest ein It's Meh geben? Ja, wie viel würdest du geben? Ich würde dem sogar ein Love It geben. Okay, dann hören wir mal auf dich und dann geben wir mal ein Love It. Ich finde den gerade auch Scimitar und so weiter, finde ich ziemlich cool. Doppeltes Spiel ist ziemlich geil, Zeitmechanismus, Signature Shuffle ist cool. Ja, also bis dahin noch rein und tschüss.